Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder ein ganz anderes Getränk hier auf dem Fass stehen, und zwar ein Whisky-Likör, den Jack Daniel's Tennessee Fire. Ja, ich habe ein bisschen über Tennessee, Whisky und Hintergrund Jack Daniel's hier beim Old Number 7 gesprochen. Und ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Wer das mag, schaut sich einfach das Old Number 7 Video an, oder wer auch noch mehr Hintergrund haben will, es gibt auch ein Jack Daniel's Distillerie Video, was recht interessant ist. Ich habe ihn schon probiert im englischen Take. Den Geschmack immer noch im Mund. Boah, war die gute Entscheidung, den Old Number 7 zuerst zu machen. Ja, genug gesagt, probieren wir ihn gleich. Ja. Also es ist definitiv kein Whisky, das ist ein Whisky-Likör. Und im Tennessee Fire steht für das Feuer des Zimtes. Also es ist ein mit Zimtaroma versetzter Old Number 7. Er ist 35-prozentiger, also ein bisschen schwächer. Und ich glaube, er ist auch gefärbt, steht hier irgendwo. Und ich gehe mal davon aus, dass er noch kräftig reingezuckert wurde, wenn es ein Likör ist. Oh, und er ist sehr unidirektional. Also man hält seine Nase rein und man bekommt Zimt. Normalerweise ist ja sind ja die Tennessee Whiskys, auch der Old Number 7, sehr viel mit Vanille und Karamell. Die gehen hier total unter. Also, ich habe es im englischen Take gehabt. Ich kann es jetzt gerne nochmal probieren, ob ich da irgendwas anderes finde. Es ist so brutal viel Zimt da reingestopft. Also, ich habe auch eine Zimtstange in meiner Küche. Die riecht nicht so stark. Also, das ist unnatürlich viel Zimt. Wow. Wow, es ist süß. Extrem süß. Wow, und jetzt kommt dieses, was sie als dieses Tennessee Fire bezeichnen. Es ist eine wärmende Schärfe im Mund, und zwar diese richtige Zimtschärfe. Oh, das ist richtig cool. Aber, boah, also die Menge an Zucker muss man mögen. Also, boah, da haben sie reingeschüttet. Boah, nach der Kalorienangaben. Also, ich sag dir, ist schlimmer als Cola. Von der Zuckrigkeit her. Es ist brutal. Selten sowas Süßes probiert. Ja, und auch hier, er ist sehr, sehr unidirektional. Also, ja, gut, kann man jetzt bidirektional nennen. Er ist jetzt extrem süß und zimtig. Aber da kommt nichts anderes durch. Vielleicht merkt man ja, es ist ein bisschen leichter und flüssiger als ein Sirup, weil er halt einen Whisky als Basis hat. Also ich habe vorher noch ein bisschen die offizielle Geschmacksbeschreibung gelesen. Also ich kann das bis auf diese Zimtschärfe und also dieses Zimtglühen und der Zimtgeschmack, das kannst du alles rausstreichen. Also der schmeckt nur nach Zimt. Ja, wenn ihr ihn irgendwo mal auf einer Party seht, lasst euch mal ein kleines Gläschen einschenken. Wer diese Zimtliköre gern mag, den Whisky gibt es natürlich auch bei whisky.de zu kaufen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.